Lucia, jetzt wollen wir doch natürlich noch eine Popnikerin fragen. Was sind deine Gedanken zu der ganzen Tramschleifenumbauung? Eine Lösung, die sich doch in Popnigen eigentlich seit Jahren jetzt würde anbieten? Du sagst es, es ist eine Lösung, wo wir schon lange darüber reden. Also das ist nicht erst seit gestern auf dem Tisch. Und ich finde es wichtig, dass wir das besprechen. Und ich bin für eine Tramschleife. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen auflösen. Man hat jetzt von den Gegnern immer wieder gehört, dass die Bevölkerung viel zu wenig eingebunden worden sind. Meiner Meinung nach hat es aber schon seit einiger Zeit immer Informationsveranstaltungen gegeben. Da haben, glaube ich, sogar einen Container gehabt. Man hat die Bevölkerung also eingebunden. Genau. Also das ist eine falsche Aussage. Also man sagt, wir sind nicht befragt worden. Du hast es gesagt, wir haben mehrere Veranstaltungen gehabt, mit dem Container auch. Und wir haben jetzt noch im Juni eine weitere Veranstaltung und das ist eine Mitwirkungsveranstaltung. Also da können wir die Bevölkerung auch noch mal dazu Stellung nehmen. Jetzt haben wir gehört, dass verschiedene Stimmen gesammelt worden sind und es ist doch eine recht stattliche Zahl gewesen, über 1200 Stimmen, die dagegen sind. Gibt es denn auch jemanden, der ist Befürworterstimmen sammeln oder ist das gar keine Frage gewesen? Nein, also nicht, dass ich wüsste, ist das gemacht worden. Aber es ist natürlich immer so eine Sache mit diesen Petitionen. Man weiß ja nie genau, woher kommen die Unterschriften. Sind das nur Leute vom Dorf oder wie sind die zustande gekommen? Das kann ich nicht sagen, kann ich nicht beantworten. Wie geht man denn weiter jetzt mit dem Thema um? Weil es wird ja weiter daran geschafft. Es gibt auch nächste Veranstaltungen, wo weiter informiert wird, wo die Bevölkerung nochmal das Gespräch aufnehmen darf. Ja, genau. Jetzt habe ich schon gesagt, im Juni findet das statt und dann tut man das nochmal auswerten und das der Bevölkerung auch mitgeben. Und dann, wie gesagt, kommt ja dann die Vorlage, kommt ja dann im Herbst im Landrat. Und dann können wir nochmal ganz detailliert und konzentriert darüber befinden und es annehmen oder nicht. Aber die Petition hat ja gefordert, dass man das Projekt stoppt. Also das wäre jetzt nicht mehr gegangen, oder? Das wäre vom Tisch gewesen. Und das kann es einfach nicht sein. Wir müssen dort eine Lösung finden. Und vielleicht noch ein Wort zum Argument Zentrum oder wo ist das Botnige Zentrum? Das ist ganz sicher nicht dort, sondern das ist auch eine jahrelange Planung schon und das ist ums Gemeindehaus herum, das ist um die Stöckli-Liegenschaften herum, dort wo der Weghof steht. Dort sind wir seit Jahren dran, dort ein Zentrum zu bilden und sicher nicht dort, wo die Tramschlaufen ankommt.